Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Niedersachsen im LS22. Ihr seht, ich habe mir die Amazone geschnappt und möchte heute den Hafer aussehen. So, ich habe eben schon mal versehentlich den falschen Knopf gedrückt und habe die Maschine komplett entladen. Habe jetzt wieder alles eingeladen und ich wollte eigentlich die Saat umändern. Das machen wir jetzt schon mal eben auf Hafer. Das vergesse ich nämlich sonst. So, jetzt klappen wir das gute Stück zusammen und dann machen wir uns auf den Weg zum Feld, wo wir Hafer ausbringen wollen. So, denn hier auf dem Feld möchte ich Soja sehen und das geht halt erst im März. Dementsprechend, ja, legen wir das jetzt zwischen. Habe ich in der letzten Folge, glaube ich, festgestellt, dass ich ja irgendwie noch ein Feld über habe, wo noch gar nichts drauf ist. Und das geht natürlich nicht. Das muss schnell behoben werden. Also machen wir uns jetzt an die Ansaat vom Hafer. Und ja, in der letzten Folge habe ich auch mit Gülle gedüngt. Mich gewundert, dass ich so wenig Gülle habe. Habe ich aber gar nicht. Auch da habe ich schon was bereitgestellt. Sieht man es von hier? Ja, nee, nicht so richtig im Vorbeifahren. Ich habe jetzt realisiert, dass ich an den Kuhstellen eben auch noch Gülle-Trigger habe. Und da waren auch noch mal über 90.000. Also 13.000 Liter Gülle finden sich noch bei den Schweinen. Und bei den Kühen waren es auch noch mal um die 90.000 Liter. Davon habe ich mir jetzt schon mal eine Ladung wieder abgeholt. Und den Traktor auch schon zum Feld geschickt. Der wartet da also auf mich, damit ich dort weiter düngen kann. Jetzt wollte ich aber erstmal die Ansaat angehen, damit ihr jetzt auch nicht immer nur düngen seht. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich fange einfach ein bisschen von Hand an. Ich lade mir vorher einen Cosplay-Kurs rein und dann kann der Helfer im Zweifel übernehmen und wir fahren dann noch ein bisschen Gülle weiter aus, weil das Feld muss natürlich auch fertig werden, damit das hier ein bisschen vorankommt. Und ja, dann steht als nächstes natürlich das Walzen an. Und da überlege ich, ob ich das dann einfach vom Helfer machen lasse. Walzen ist, glaube ich, nicht so. Weiß nicht, ob ihr das mögt, ob ihr es sehen wollt. So. Vor allem. Ich muss ja so ziemlich alle Felder, die ich einmal angesät habe. Ja, was heißt so ziemlich? Ich muss dann alle Felder, auf denen ich angesät habe, natürlich auch noch walzen. Und das könnte ein bisschen eintönig werden sonst. Außerdem, dafür haben wir hier ja Helfer, dass die solche Aufgaben übernehmen. So, hier ist unser Sägewerk. Da würden wir abbiegen. Ja, ist mir alles verrutscht. Muss mal kurz richten. Moment. Sodale. Jetzt passt das auch alles wieder hier. So, da hinten müsste irgendwo unser Güllefass bereitstehen. Auf Feld 60. Na, mal Außenansicht. Ja, da hinten steht's. Wunderbar. Kurz gesehen, kurz gesichtet. Alles gut. So, und da sind wir. Das wird unser Haferfeld hier. Und auch hier ist ein Teil vom Feld im Weg. Was ist denn nur mit der Map los hier? So, dann klappt schon mal aus. Dann fange ich hier auf der kurzen Seite an. Ja, ich denke schon. Bisschen rauszoomen. Ah, so langsam bekomme ich auch ein Gefühl hier für die Arbeitsbreiten. So, jetzt brauche ich aber einmal das Hut, bitteschön. Ja, komm, kann so bleiben. Ist ja irgendwie wieder so ein.
Feldrand, der kreuz und quer ist. So, ich sehe mal nicht in diesem Bereich auf dem Weg rauf da. Irgendwas noch beachten? Nö, eigentlich nur noch anschmeißen. Das kann weg, das kann auch weg. Anschmeißen und dann geht's auch schon los. Ach so, Moment, eine Sache habe ich vergessen. Ich wollte mir den Kurs hier noch reinladen. Einmal zwischenspeichern. Welches Feld hatten wir? Nee, das brauche ich. 56, alles klar. 56, haben wir hier denn schon einen Kurs zum Sehen? Nein, haben wir noch nicht. Guck an, hört, hört. Das muss natürlich geändert werden. Job erstellen. Wir hätten gerne Feldarbeit. Das wird wunderbar erkannt. Das ist gut. Zielposition. Setzen wir mal hier auf die lange Seite. Field Position. Hast du eigentlich schon, aber passt. Erstelle zuerst einen Kurs vor dem Starten. Ja, mache ich doch. Ich bin doch schon dabei. 15 Meter? Hat die Sehmaschine 15 Meter? Ich hatte irgendwie 12. Ach ja, ich habe 12 Meter grubber. Das hier ist 15 Meter. Das ist richtig. Fahrzeuge auf dem Kurs 1, Anzahl Vorgewende, machen wir mal 4, scharf 9%. Start auf dem Vorgewende. Generiere mir den Feldkurs. Dankeschön. Und jetzt starte ich den Job aber nicht, sondern ich speichere mir den Kurs. Kurs speichern. Activate. 15 Meter sehen. Zack. Wunderbar. Das ist mein Kurs. Und jetzt kann ich einfach loslegen und dann kann ich später, wenn mir denn danach ist, an den Helfer übergeben. Das ist doch auch eine feine Sache. So, Hafer, auch sehr schön. Freuen sich die Pferde. Boah, bergab geht's ganz schön schnell auf einmal. Ein bisschen eingrooven hier, weil jetzt muss ich natürlich hier den Feldrandkurs nochmal neu setzen. Ja. Ist auch so ungenau hier. Alles so ein bisschen verschoben an den Feldrandkursen. Das ist ein bisschen doof. Na gut, okay. Ablassen. Und weiter geht's. Kleine Überlappung drin, damit wir auch wirklich alles mitnehmen. Und da kämpft er sich den Berg hinauf. So, unsere Grubberaufträge mittlerweile auch gut dabei. 85% auf Feld 72. Danach haben wir es so ziemlich durch. Ich wollte ja gleich nochmal gucken, ob es da ein paar neue gibt, die ich annehmen könnte. Aber eigentlich kann ich die abgeschlossen sind, auch gleich mal eben tatsächlich beenden und die Kohle reinholen. Machen wir gleich, wenn ich da an der Geraden ankomme, am Ende. Ja, da ist wieder so eine Stelle. Da ragt irgendwie das Feld so ein bisschen. Ich glaube, ich habe keine Fruchtzerstörung an auf der Niedersachsen, weil ja Autodrive Courseplay aktiv sind. Ist immer so eine Sache mit der Feldzerstörung dann. Oh,
Ich hatte die gar nicht angehoben. Es hat keiner gesehen, keiner hat das realisiert. Ich möchte nichts in den Kommentaren darüber lesen, bitte, danke. So, hier habe ich immer Angst, dass ich an irgendeinem Baum hängen bleibe. Und ja, jetzt merke ich auch, war nicht so schlau, das Bienenhäuschen dahin zu stellen. Aber okay. So, einmal angehoben. Ja, geht aber. Die Cosplay-Helfer können vielleicht ein bisschen Problemchen damit bekommen, aber wenn man selber fährt, geht's. Boah, ist vielleicht ein bisschen viel. So sieht das gut aus. Würde ich behaupten. So, jetzt gucken wir mal kurz in die Auftragslage hier. Nein, keine neuen Grubberaufträge, aber wir schließen die jetzt schon mal alle ab. Wo stehen wir? 182.000 Euro. Da waren wir nicht, wir waren hier. So, abschließen, abschließen, abschließen. Ah, da kommt aber einiges bei rum, würde ich meinen. Und dann stehen noch 41.000 Euro aus, die auch noch on top kommen. 344.000 Euro haben wir jetzt schon wieder. Das ist doch ein schöner Wert. Da lässt sich doch mit arbeiten. Allerdings stellen wir jetzt hier mal Cosplay, Cosplay. Da nur Start und Ende ein. Sieht ein bisschen schöner aus für euch, würde ich sagen. Geht doch nichts über frisches Wasser. Viel trinken, Leute. Ja, so ein bisschen was hier an, weil der Feldrand halt einfach so vermurkst ist. Aber, der ist echt vermurkst. Ich komme hier total ab. Warum? Ein bisschen korrigieren. Ah, weil der so geschreddert ist halt, ne? So, mein Cosplay-Helfer würde jetzt noch mehrere Vorgewände machen. Ich nicht. Guck mal, wie weit wir kommen. Ich ziehe jetzt hier hart rein. Auf der zweiten Bahn. Die ist da. Hoppla. War immer noch ein bisschen scharf, die Kurve. Ah, bergauf ist immer so eine Sache. Bergab ist überhaupt kein Problem. Bergauf, ja. So, das sollte doch ein Klack sein, hier das Feld eben fertig zu bekommen. Jedenfalls mit der Amazone. Mal schön in die Sonne rein hier. Fantastisch. Eigentlich könnte ich in der Zwischenzeit auch schon mal jemanden mit der Walze losschicken, ne? Warte, das machen wir mal eben. Ah, hier wird fleißig gegrubbert. Nur ein kleines bisschen hat er noch vor sich. Und der hängt mal wieder fest. Immer die gleiche Stelle. Dabei habe ich hier schon korrigiert. Jetzt machen wir das
noch krasser. Dann fährt er halt so ein bisschen in den Gegenverkehr rein. In der Hoffnung, dass er hier jetzt mal einigermaßen vernünftig um die Kurve kommt und nicht immer in diesem blöden Zaun hängen bleibt. So. Ticken zurücksetzen. Ich möchte nämlich jetzt noch. Sag mal. Mineralfutter ist das, ne? Mineralfutter holen. Mit unserem neuen Kögel. Darum habe ich den losgeschickt zum Händler. Ich brauche jetzt aber mal kurz jemanden. Irgendwo stand hier ein Tausender rum. Du bist fertig, du kannst zurück zum Hof. Ich habe keine Nachfolgeaufträge für dich aktuell. Nein. Dementsprechend darfst du zurückfahren. Bitte sehr. Ah, und wir löschen mal den Kurs bei dir kurz, weil Kurs aus Fahrzeug löschen. Danke. Dann nervt er auch nicht in der Kartenansicht. So, du müsstest aber auch walzen können. Nehmen wir den Steier. Der steht hier gerade so schön parat. Genau bei der Walze. Und der sieht auch aus wie Sau. Das ist gut. Einmal raus mit dir aus der Garage. Und dann fangen wir nämlich auf dem Feld unten in der Ecke an, von dem ich gerade nicht weiß, welche Nummer das ist. Die 58. Dann fahren wir rüber zur 58. Und dann starte ich da nämlich auch schon mal nebenbei mit dem Walzen. So, springen hier wieder rein. Hier ist noch alles an. Perfekt. Sehr gut. Ein bisschen effektiv unterwegs sein hier, ne? Ja, wenn wir so weitermachen, dann könnte ich mir theoretisch die Einzelkorn-Sämaschine leisten, glaube ich. Die kostete nämlich irgendwas mit 300.000 Euro. Ich glaube 340.000. Mache ich jetzt natürlich nicht. Moment. Ja, doch, das kommt hin. Okay, ich hätte weiter einfahren müssen. Mein Fehler. Ich verpeile immer, dass die Amazone ja doch ordentlich Spannweite mitbringt hier. Ups. Arbeitsbreite meine ich. Spannweite, auch nicht schlecht. Senken und ich glaube, hier runter sollte er das einfacher haben. Hier geht es nämlich schön bergab. Oh, ein, zwei Bahnen noch. Dann sind wir schon einmal drüben. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Ist doch spitze. So, Feld 72 ist bei 96%. Wir lassen den aber das Feld einmal komplett fertig machen. Nachher wollen wir das später mal kaufen und dann ist da noch irgendwas drauf. Das wäre auch nicht cool. Wobei es Quatsch, ne? Der Rechner ersetzt das dann ja einfach. Eine Bahn, noch eine Bahn. Jawohl. Ah, das sah doch besser aus. Mit 8 brutalen km/h, 9.
Biegt er den Berg hoch? Das ist spitzenmäßig. Aber sehr cool, da habe ich auch noch Hafer ausgebracht, das ist gut. Ich habe jetzt allerdings aktuell nur noch 2 Wiesenflächen. Aber später im Jahr kommen dann ja wieder die Phasen, wo ich dann nichts mehr nachsehen kann auf so einem Feld. Und dann wird es automatisch Gras und dann ist mindestens einmal Ernten drin, denke ich. Weil auf die Silageballen, würde ich sagen, bin ich noch akut angewiesen. Das ist so die Haupteinnahmequelle nach wie vor. Neben der ganzen Lohnarbeit natürlich. Ich brauche zwar nicht mehr ganz so hohe Investitionssummen wie zum Start, weil ich jetzt schon relativ viel gebaut habe. Aber nichtsdestotrotz soll sich das ja auch immer noch weiterentwickeln. Und das kostet halt Geld, ne? So, wo ist denn hier die Bahn eigentlich? Da? Okay. Ja gut, dann kann ich da ja so draufziehen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ding! Fahrer angekommen bei Feld 58. Das ist die Walze. Dann springen wir da mal eben rüber. Und stehen genau oben drauf. Nicht schlecht. So, mein Freund. Für dich habe ich, glaube ich, noch keinen Kurs eingefahren. Den kriegst du jetzt. Ich möchte einen Job erstellen für dich. Feldarbeit. Starte mal hier vorne. Field Position. Perfekt. Ja, hier seht ihr es auch. Hier sind irgendwie die Feldränder ganz krude. Keine Ahnung warum. Ich hatte die extra nachgezogen. 12,3 Meter hat die Walze. Richtig, das, da war was. Die war so krumm. Kurs generieren und dann zieht er mir hier halt auch so ganz komische Bahnen rein. Das war mal gerade. Nun gut. Job starten. Ah, er fährt an. Wunderbar. Er fährt erstmal auf die Straße. Nicht so wunderbar. Feld 58 ist es. Kurs speichern. 12,3 Meter Walzen haben wir hier. Okay. Ah, fahr ruhig über den Grünstreifen. Das ist in Ordnung. So, kurz zwischenspeichern. Zur Sicherheit. So, und dann ist das nämlich schon mal in Gang. Mich interessiert kurz, wie das aussieht, wenn er hier rüber walzt. Aha. Es wird beim Kartoffelfeld wahrscheinlich auch so komisch aussehen dann. Das war's dann mit den Kartoffelhügeln. Aber okay, wenn das verlangt wird vom Spiel, mache ich das natürlich. Huch. So, du darfst weiter, mein Freund. Bin gespannt, ob das noch knapp wird hier mit Saatgut und Dünger. Ob ich da doch nochmal vorbeikommen muss mit dem Überladewagen. Huch, ganz viele Bäume im Weg. So ist das doch ein schöner Blick. Ah, die Amazone mittlerweile aber auch gut mitgenommen, ne? Die hat auch schon einiges erlebt mittlerweile. War auch viel im Lohn unterwegs.
Gleich mal gucken, was die so an Arbeitsstunden schon auf dem Buckel hat. Das interessiert mich. Aber ein bisschen was dürfte da schon zusammengekommen sein. P. Mal einen kurzen Blick drauf werfen hier. Sehen. Sehtechnik. Amazone. 82,9 Stunden ist die schon unterwegs. Die kleine Kuh dagegen 5,6. Und unsere Gemietete, die hat auch schon 1,2. Also, Amazone hat schon gut was gesehen mittlerweile. Ja, doch, das dürfte hinkommen hier. 46% sind da noch drin. Das sieht gut aus. Zweieinhalb Bahnen noch. Dann haben wir es hier auch schon. Krass, das ging echt, das ging flott. Brauche ich den Kursplay? Helfer nicht, das ist doch auch schön. Und wir haben mal wieder was von Hand geschafft. Da ist man dann besonders stolz. Auch wenn Aussaat jetzt gar nicht so die hohe Kunst ist. Die hohe Kunst ist dann ja eher so eine Hofarbeit zu finden, finde ich. Also hier stapeln, so eine Geschichten. Oh, aber mal ganz anderes Thema. Da ich meinen Rücken merke, wie Hulle. Wer hat einen Tipp für einen richtig guten Computerstuhl, der aber nicht gleich ein Vermögen kostet? Also wer was weiß, gerne mal her mit den Tipps. Ich hatte mir schon ein paar ausgeguckt. Aber die, ja, die Dinger sind schon richtig teuer, muss ich sagen. So ein Recaro-Sitz wäre natürlich ein Traum, aber ehrlicherweise ist es ein Stuhl und weiß nicht. Ich wollte jetzt kein Auto anzahlen, sondern einen Computerstuhl kaufen. Mir fallen die Namen gerade gar nicht ein von denen, die ich mir ausgeguckt hatte. Ich glaube, ich hatte einen Backforce gesehen. Da frage ich mich aber, sind die wirklich gut? Also wer Erfahrung damit hat, gern mal teilen. Rein optisch natürlich cool. Bei mir nicht ganz unwichtig, weil ist ein Raum, der eben auch ja, so ein bisschen wohnzimmertechnisch genutzt wird. Ein bisschen Optik sollte stimmen. Den Backforce fand ich da eigentlich ganz interessant, aber der kostet natürlich richtig. Und wenn er dann nicht cool ist, also rezensionstechnisch, war das sehr gemischt und hat einen dann doch wieder abgebracht davon. Weil ich jetzt auch nicht der Größte bin, sondern mit 1,74, 1,75 eher so Medium, klein bis Medium unterwegs bin, muss das mit der Sitzfläche dann natürlich auch hinkommen. Und ich weiß gar nicht, was ich noch im Blick hatte. Da war noch irgendwas Zweites. Das war in der Preiskategorie nochmal einen Ticken günstiger. Also auch nicht ganz günstig, aber günstiger als so ein Backforce. Aber mir fällt gerade nicht ein, was das war.
War von der Optik her auch sehr cool. Hatte so ein bisschen hell, ja nicht hellbraun, so ein mittelbraun, kann man das so sagen. Weder hell noch dunkel. So eine Art Kunstleder, Bildleder-Look. Das sah eigentlich auch ganz schnieke aus. Rezensionen waren gar nicht mal so schlecht, aber wirkt relativ wuchtig. So. Die Zeit mit Quatschen auch wunderbar rumbekommen. Perfekt. Wie viel haben wir noch drin? 27% Dünger sind noch drin. 832 Liter. Na, das hat doch mal ganz genau gepasst hier. Dünger, Saatgut und 69% Dünger mit 3300 Litern. Das war ja doch mal genau abgepasst. Das ist doch eine schöne Nummer. Dann schicken wir den jetzt zurück zum Hof. Das war, glaube ich, das. Jawohl. Hoflogistik Center ist eingestellt. Perfekt. Oh, das hätte in die Hose gehen können. Warum fährt er denn da rum? Na gut, soll er machen? Von mir aus musst du ja wissen. Ich wollte hier ganz gern nochmal kurz kontrollieren. 100%. Hafer drauf. Muss nur noch gewalzt werden. Perfekt. So, dann habe ich mir hier was bereitgestellt für den kleinen Abschluss. Die Walze läuft hoffentlich. Da fährt sie. Ah, gucken wir mal kurz rein. Ah, der braucht hier nämlich auch ein bisschen. Und man sieht hier am Rand, hier, der ist nämlich ein ganzes Stück hier hinten rüber gegangen, weil er irritiert ist, wo das Feld aufhört. Und hier habe ich alles nochmal exakt nachgemalt eigentlich, aber guck mal, wo der ansetzt. Naja, okay. Hauptsache, er macht das einigermaßen ordentlich. Dann bin ich schon zufrieden und glücklich. So, und wir sind wieder beim Kartoffelfeld angekommen und können jetzt weiter Gülle ausbringen. So, kurzes bisschen Stückchen rückwärts hier. Ich hoffe, dass der Kurs noch drin ist. Na, VCA-Kurs. Sollte aber eigentlich. Ich kann ja schon mal ausklappen. Und dann gehen hier die nichtsten 18.000 Liter drauf. Jawohl. So, ich will das Feld nämlich unbedingt mit eigenproduzierten Gütern und Waren düngen. Ablassen. Und da ist er schon an. Warum? Warum ist er automatisch sofort an? Ich habe ihn ja abgeschaltet beim letzten Mal. Das irritiert mich. Aber wie schnell das da rausgeballert wird. Alter Schwede. Aber okay, ich möchte halt auch 100% gedüngt haben dann. Aus. Anheben. Drehen. Wie mache ich es jetzt? Eigentlich, ich würde jetzt gern auf die Geraden gehen. Auf die Bahnen. Das machen wir jetzt auch. Auf die Gefahr hin, dass ihr dann schreit, du hättest da jetzt alles kaputt gefahren, mein Freund. Ja, ich weiß. Oh, ich habe den ausgemacht und dann du senkst den ab und dann läuft das Ding einfach los. So kann man die Gülle auch loswerden. So, wunderbar, feinster Biodünger. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser bräunliche Farbton einfach Matsch ist.
aber wunderbar wendig. Gefällt mir. Sehr, sehr schön. Mensch, wie schön das glänzt in dem Sonnenlicht, ne? Ach, toll. Herrlich. Aus Sitzplatz. Next round. Na, so werde ich da nicht rumkommen. So auch nicht. So, jetzt fahren wir halt ein Stück in das Feld rein. Einmal Schwung drumrum und schwenken und dann passt das auch. Hier muss ich jetzt natürlich korrigieren. Na komm, senk ab und leg los. Ja, aber mit den verbleibenden, wie viel haben wir jetzt noch? Um die 90.000 Liter müssten noch da sein. Sollte das hier jetzt auf jeden Fall machbar sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Bin gespannt, wie viel da am Ende dann noch über ist. Also wer genau so ein Dulli ist wie ich und nicht weiß auf, na, jetzt lass es doch an, wo auf der Karte hier bei den Kuhställen die Trigger sind für die Gülle, genau am Kuhstall. Einfach mal gucken. Ja, es sind so Rohre. Aber ich hatte das echt nicht auf dem Zettel, weil man hat ja extra diesen Güllebehälter. Und ich dachte, das wird halt alles darüber geleitet. So ganz automatisch quasi, wenn es sich im Einzugsgebiet befindet. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß dieses Einzugsgebiet ist, aber so hatte ich mir das zumindest vorgestellt. Gut, falsch gedacht. Aber solange man dann rausfindet, wo der Fehler ist, ist ja alles gut. So, ich denke mal, eine Bahn dürfte noch drin sein. Hoffe ich jedenfalls. So, und dann schließe ich nämlich mit der nächsten auch da an. Das ist gut. Das kommt ganz gut hin, alles hier. Naja, wird vielleicht doch nicht eine ganze Bahn. Nee, 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 das wird nicht reichen. Nun gut. Okay, kann man nichts machen. Schade. So, gut. Ich hole die nächste Runde Gülle. Und ja, ich glaube, ich bringe das hier schon mal ein bisschen weiter voran noch. Und dann hole ich euch wieder dazu, würde ich sagen. Hoppla, mach mal den da an, lass da weg und dann schick den mal rüber zum Hof. Ruhig einfach dahin. So. Gut, ich werde das Feld nochmal bis auf vielleicht ein, zwei Bahnen dann voranbringen und dann können wir den Rest
Vielleicht machen wir den dann zusammen. In der Zwischenzeit walze ich schon mal ein bisschen weiter. Und dann schauen wir mal, dass es April wird, demnächst, damit wir Sojabohnen ausbringen können, ne? Ist dann ja auch noch gefragt. Dann kommt Mineralfutter, dann kommen Tiere neu versorgen, etc. pp. Also, auch mal gucken, was wir uns davon als nächstes vornehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dank euch, bis dahin. Ciao, ciao.